Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Dorfwäsche. Dabei ist nicht denn Barbarossa. Hallo. Ja. Wir fahren neues Halloween, ihr Lieben. Update. U-Butter. Ich nehme Seelöwe. Am Anfang hat man nur 3 Stück. Den Seelöwen noch nicht. Wenn man aber 5 Sterne hat, dann kriegt man einen Seelöwen. So. Ein anderes U-Boot. Und dann noch eins, Barbarossa, wa? Genau. Wenn man seine Pünktchen da macht. Ich sehe doch noch nicht ganz durch. Aber egal. Achter, glaube ich. Nee, Achter geht gar nicht. Mit den Achter fahren. Egal. Wir machen U-Boot. Kann losgehen. Gut, dann hauen wir rein. Mhm. Viel Glück. Und ruhige See. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Mal gucken, wie es wird. Sind wir wenigstens zusammen? Ja, wir sind zusammen. Hey, klasse. Erste Mal. Ja, sonst waren wir mal getrennt, ne? Ja. Mit den lieben, netten U-Booten, ihr Lieben, kann man hübsch abtauchen, hat aber eine Sauerstoffanzeige, die dann irgendwann abnuckelt und dann taucht man automatisch auf. Wenn man unter Wasser ist, deckt man die Schiffchen nicht auf, ne? Wenn man drüber ist, deckt man sie auf. So habe ich das mitgekriegt in den paar Ründchen, die wir gedreht haben. Genau. Torpedos, mal was ganz anderes von vorne. Werden sie rausgekloppt. Außer bei dem einen U-Boot auch von hinten. Wann bin ich denn auf? Ach, 5. Gut, gut. Können wir uns noch ein bisschen weiter ranschleichen? Gib schon Vollgas. So, tauchen wir mal ab. Ah, ein bisschen schneller. Hoffen, dass die Teile treffen. Genau, weiter runter, ihr Lieben. Hier schwimmt irgend so ein dickes Teil unter Wasser rum. Das ist das hier, die Viatar. Torpedos Achterhaus. Auch so ein Meerungeheuer. Mhm. Na komm, schon einer noch. Schlachtschiff zerstört. Gut. Oh, ich muss aber auch. Uiuiuiui. Jetzt bin ich entdeckt. Wir haben hier auch Türme, die. Sind nicht auf einen schießen. Ach, hier, Jimmy. Oh, ich kann nicht schießen, jetzt mal ein Torpedo los. Ja, mach mal. Die 3 ist fertig. Ich bin viel zu nah. Aber egal. Alter Finne. War das deiner? Ey, Moment, da kommt noch. So, jetzt getroffen. Ja, der verschwindet. Oh, ich muss nicht aufdrehen. Was machst du denn hier? Ich! Was machst du denn hier? Hilfe! Ich seh nix! Ich seh auch nix! Du musst höher! Nein, du musst unten bleiben! Ich staufe weiter. Ich muss ab. Ich muss runter! Wir haben mein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Okay, da tauchen wir mal drunter. Nein. Autsch. Da ist der Barbarossa. Okay, wir tauchen wieder hoch. Ah, Spaß am Spielchen. So, das Ziel Barbarossa ist, irgendwie da hinten hinschippern, eine Höhle entdecken. Die Festung. Gegner zu zerstören, genau, die Festung, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und natürlich haben wir auch den, wie heißt er? Rasputin. Rasputin. Genau, Rasputin. Muss die mehreren Ballisten entdecken, also insgesamt 15 Stück. Dann auch noch
Ich fahre einfach lang und top die ganzen Dinger raus. Ganz wirklich habe ich es nicht verstanden. Aber Hauptsache, man hat die Sternchen. Einfach auf alles ballern, was da sich bewegt. Genau. Stimmt, ist der so schnell? Er bremst ab. Was ist kompliziert hier, Mensch? Irgendwie habe ich einen Tonbug. Nee. Ist doch nicht dein Ernst. Der ist gestrandet hier. Ah, der klappt aber auch immer hin und her hier. Ja. Die Anzeige, Torpedo. Ich glaube, der will auch rückwärts fahren. Ein bisschen Sauerstoff haben wir noch. Na komm schon. Die drei treffen doch. Torpedos auf Backbord! Ja, was los? Gegnerischer Kreuzer gesunken. Hoch, abbrennen. So. Kümmern wir uns mal um das Schlachtschiff hier? Ja, ich habe mich auch gerade gedreht. Ich bin noch dabei. Ich muss gleich auftauchen. Da gibt's noch was auf die Nuss. Alter Finn! Meine Güte! Das ist eine kurze. Ist er jetzt einfach kackendreißig stehen geblieben? Ja. Ich muss weg hier. Nein, ich muss doch auf. Nein, und wir rammeln uns. Oh, oh. Ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Ist das ein Stress? Ja. Den so zu drehen, dass die Tops denn. Nee, den will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich. Oder will ich den? Nee, eigentlich. Ich kann mich nicht entscheiden. Was will ich denn? Ich nehme den dahinter. Torpedoreichweite, ihr Lieben, sind 8. Reicht. Tauchen wir mal ab. Und hoffen, dass die treffen. Beste ist immer auf 5 Millimeter ran, tauchen, dann torpedieren, ihren weg. Ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Treffen aber von mir. Naja, ob sie alle treffen, ist die zweite Frage. Gut aus. Trifft der auch? Ja, der trifft auch. Trifft der auch? Dritte. Dritte. Und der andere, der ist langsamer geworden, kann das sein? Boah, doch. Ich mach mal noch mal einen, vorsichtshalber. Aber wo sind denn unsere Leute? Ich glaube, der hat Wasser einfach. Ja, das war's. Au. Aha. Kriegst Torps jetzt von hinten, von mir. Tauchen. Immer schön rausballern, die Ratz hier. Oh, ich auch. Oh, ein bisschen abbremsen. Einer sollte noch treffen, dann ist er auch raus. Ja, sehr schön. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So, das werden die doch wohl hinkriegen, den einen, ne? Ich ja. Wo ist denn diese sogenannte Höhle? Da hinten. Guck mal auf der kleinen Karte, da ist so eine Art Visier. Das ist da das. Oben, ne? Da müssen wir hin. Das ist alles, ja? Ja. Na denn. Geht's mal los? Kriegen sie das nun hin? Die sind da zu dritt. Ja, da nicht. Zu dritt sind die da.
Müssen sein Geschrei packen. Haben sie. Ja, ist schon ganz lustig. Vielleicht tauschen wir mal unter, um zu gucken, ob wir den Dicken sehen. Da, da ist der. Nee, das ist ein Schiffchen. Das ist. Da hinten ist der Dicke, da schwimmt er. Leviathan. Genau, irgend so ein dickes Ding. Jetzt schnell mal auftauchen, sonst. Fahre ich hier mitten in so einen Feind rein. Da. Kreuzer torpedieren. Wie weit muss man eigentlich da ranfahren? Woran? An die Höhle, sogenannte Höhle. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube nur in Sichtweite. Wenn man sie sieht, dann hast du die Quest erledigt. Ach. Gleich bin ich entdeckt. Weil ich will lange tauchen. Der Kreuzer. Gehen wir vom Gas. Und ich habe noch einen Zerstörer. Sehr vorsichtig. Ich meine, wenn wir abtauchen, da trifft er doch nicht, oder? Der hat Wasserbomben. Ist nicht dein Ernst. Oh. Das kleine Teil hat Wasserbomben, ja? Ja. Tut auch ganz schön weh. Der Kreuzer weiß auch nicht, wie er fahren soll, ne? Soll ich mich um den kümmern? Ich glaube ja. Wenn du es schaffst? Mal sehen, wie ich mich anstelle. Der Kreuzer weicht allem aus. Da ist Rasputin. Rüberlenken, rüberlenken. Wie willst du einen Zerstörer torpedieren? Irgendwas habe ich getroffen. Oh, jetzt dreht er. Ich glaube. Ich spinne. Nein, da kommt die Wurmel schon geflogen. Ach, das war ein Kreuz an der Backe. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Gibt's ein bisschen Bammel? Oh. Hinter dir Kreuzer. Hinter was? Wo? Hinter dir. Hinter mir ein Kreuzer? Ja. Oh, wow. Nein, jetzt muss ich auch noch auftauchen. So ein Rotz. Eieieiei. Ich brauch Luft. Torpedos 8 aus. Ah. Haben wir das eigentlich, die Höhle, schon entdeckt? Nee. Da bist du aber weiter ran, ne? Ja. Okay, ich fahr mal schnell hin, wenn es nichts. Wenn es keine weitere. Ach nee, wenn die Umstände macht. Ich tauch mal ab. Feueralarm. Ich hab gedrückt. Abtauchen. Achso. So viel abtauchen. Versuchen wir mal. Wenderadius. Hey, der Finne. Slalom oder was hier? Ich sehe vor lauter Wasserbomben mischt. Ich hab dich gleich. Da noch einer. Oh. Ich komme jetzt gerade gar nicht klar. Ich bin auch gerade überfordert. Ja, ich hab ihn getroffen. Ich tauch mal tiefer, bevor er taubt. Was haben wir abgestoppt? Wieso? Gut, gehen wir jetzt schnell. Hat jetzt jemand diese komische Höhle entdeckt? Ich weiß es nicht. Wir haben wahrscheinlich nicht alle Sterne beisammen. Ja, wir haben nicht alle Küstenbatterien aufgedeckt. Entdeckt. Ich hab's nicht gesehen vor lauter Torpedierung und aufpassen und Küsten. Aha. Gut. Oh, 221.000 Schaden gemacht. Ich bin Erster. Na klar. Solche Events sollte es öfters geben. Ja. Ja. Der Schaden ist nettig. Noch eine Runde? Jo. Ja. Machen wir noch eine Runde U-Boote, ihr Lieben. Und zwar, oh Gott. Da nehme ich aber die Barracuda? Das richtig ist, nämlich nicht, die ist so zeitig aufgedeckt. Die Gerfalcon, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, egal.
kann auch nach hinten torpedieren, ist ein bisschen nervig. Ich nehme die Zipper. Warte mal. Warum nicht? Das hau ich mal rein. Und wir haben es ja. Das hau ich mir rein. Passt. Unten. Ich habe einen Container. Oh. Den öffnen wir mal schnell. Ja, warum nicht? Was haben wir denn? Wo haben wir es denn? Oh, okay, das kostet 5. Gut, dann bin ich auch bereit und da kannst du losgehen. Okay. Ja. So. So, die gute Zippe. Er ist bei 4 Kilometer. Ist auf, das ist schön. Torpedoreichweite bleibt dieselbe. 8 Kilometer, wunderbar. Kann losgehen. Nein, wir sind zusammen. Oh. Das geht gar nicht, nur ich komm rüber. So. Hüpf mal eben über die Insel rüber. Klar. Nicht hoch oder drunter durch. Gefechtsstation. Na denn. Rasputin. Wir sind auf dem Weg. Was war das? 4. Okay. Schön heran und dann abtauchen und so weiter und so weiter. Genau. Und nicht sterben. Nein. Das wollen wir nicht. Schlachtschiff zerstört. Wunderschön. Ach, Scheiße. Ach, Herr Jemini, geh wieder runter. Eieieiei. Nee, nicht so viel Gas. Wenigstens geht es hier schneller mit der Zipper. Mit dem Sauerstoff. Komm, die treffen doch auch. Ja. Ja. Brauchst du noch einmal hoch aufzutauchen, dann ist das schon wieder voll. Ja. Schöne Ding. Ich find's lustig, dass die Mitspieler unter Wasser hängen. Du siehst nur den Namen. Da rumschwimmen. Ach, schön.
da kommt noch mehr. Und kommt ihr klar? Torpedos auf Steuerbord. Ja. Gucken, ob die treffen. Zwei Stücke sind raus. Na, frisst du den ein? Komm schon. Ja, gefressen. Und? Gefressen. Und du da drüben, kommst du auch klar? Ja, ich wurde gerade von einem Mitspieler Huckepack genommen. Interessant. Das ist ein Nachteil von U-Boot. Verdammt! Oh, sauber schon. Und wieder abwärts. Ich war gar nicht da gewesen. Ich bin weg. Komm schon. Hat getroffen, Nummer 2 hat auch getroffen. Aber da es ja ein Schlachtschiff ist, braucht das Teil ein bisschen mehr. Ist das Ding einfach stehen geblieben? Schönes Ziel. Verdammt. Torpedos auf Steuerbord! Ich bin nicht da! Nein, nur so tief! Danach den vorderen. Ja, so machen wir es. Komm hier, da schleichen sie. Hast du niemals gesehen? Wie sieht das wieder so aus, obwohl die dich treffen? Vorbeigeflutscht. Oh nein. Vier war ich, ne? Vier war ich aufgedeckt. Und abwärts. Das ist ein reines Torpenspiel hier, wa? Ja. Aber Rosa, bist du noch da? Ja, du bist noch. Ich belebe noch. Du lebst noch. Sehr schön. Was ist denn stehen geblieben? Boah, der ist so gemein. Der will meine Tops nicht fressen. Und wieder abwärts. Kaum die treffen aber. Ich glaube, ich hätte es mir auch sparen können. Die treffen. Ja, hätte ich beklemmen können. Na denn, auf zur Mitte, ne? Oh. Da ist so. Er! Der Dickklops hier unter Wasser. Hm, hast du ihn gesehen? Gut. Ja, von hinten.
Torpedos voraus. Zwei Küstengeschütze fehlen uns noch und ein Schiff. Da ist was passiert. Was hat der jetzt schon so hart gefressen? Oh. Also jetzt auch nicht. Aber er heilt sich wieder. Bannen Sie Rasputin dauerhaft. Mhm. Dann tauchen wir mal ab und verbannen ihn mal dauerhaft. Geschafft? Ja, haben wir. Ja. Oh, hier habe ich einen Soundbug. Sehr merkwürdig. Ja, das war's. Ja, ja, aber auch nur 4 Sterne wieder. Keine 5. Ja, aber die 5 hatten wir ja schon. Ne? Geholt. Die 5 Sterne. Und okay. Jetzt spielt man halt um Punkte, um sich das nächste U-Boot-Ding freizuschalten. Ne? Genau. Dann war's das erstmal, ihr Lieben. Bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.